Hallo, ich bin der Simon Glatzel, Montageleiter bei der Hansesand Photovoltaik Austria. Wir sind hier gerade mitten in der Modulmontage auf dem Panorama-Haus in Dornbirn. Unser Kunde bekommt hier eine knapp 100 kW Photovoltaikanlage mit Modulen mit 340 Watt. Es werden verbaut 294 Module und wir verwenden die Unterkonstruktion von AeroCompact. Hansesand und AeroCompact sind Partnerunternehmen. Wir werden versorgt mit Unterkonstruktion in unserem Lager. Wir werden versorgt mit Unterkonstruktion direkt vor Ort auf die Baustelle, vorkommissioniert für verschiedene Ebenen und Dächer, Bauabschnitte. Das funktioniert wunderbar. Wir haben ein enges Zusammenarbeiten von der Planung bis zur Ausführung. Auf diesem Dach vom Panoramahaus wird die Unterkonstruktion zum Teil eingegraben mittels Ballastwannen. Die werden mit dem Kies, der eh schon auf dem Dach befindet, werden die beschwert. Das spart uns 2,5 Tonnen Ballaststeine zusätzlich. Hier wird das S10 Plus System verbaut. Riesenvorteil auch das System der Klemmen. Wir haben für jede Art von Dachmontage Dachparallel mit Dachhaken oder hier auf dem Flachdach immer die gleichen Klemmen. Eine Abschlussklemme und die Mittelklemme, die funktionieren überall. Deswegen haben wir ein sehr schlankes Lager, können jederzeit mit demselben Material arbeiten. Wir sehen hier von AeroCompact S10 Plus. Hier werden die Module in 10 Grad Schräge nach, in dem Fall nach Ost und West ausgerichtet. Hier eingegraben der Mittelfuß, der die Modulreihen verbindet. Und wir erkennen hier die erwähnten Mittelklemmen, die zwischen den Modulen angewandt werden oder eine Abschlussklemme. Man kann hier ganz gut erkennen, dass sich die Abschlussklemme in der Höhe automatisch an die Modulhöhe anpasst. Für unseren Kunden hier wird pro Jahr ungefähr 90.000 Watt produziert. Das ist im Eigenertrag und Eigenverbrauch wahrscheinlich sofort wieder zu seinem Vorteil wird.